Oh mein Gott, Leute, heute in diesem Video gibt es einen neuen Brawler-Leak. Wir schauen uns an, was die Supercell-Mitarbeiter zu dem neuen Update schreiben. Und es gibt richtig geile Update-Ideen. Zum einen neuen Trophäenpfad und noch ein paar geheime Informationen. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, Freunde. Es wird richtig krass. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Es gibt jetzt in Brawl Stars einen Creator Code. Trage jetzt im Shop den Creator Code Clash Games kostenlos ein und unterstütze mich bei deinem nächsten Kauf. Fette Grüße gehen raus an jeden, der meinen Code im Shop verwendet. Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute werden wir uns gemeinsam einen potenziellen Brawl Stars Leak angucken. Wir werden uns angucken, was die Supercell-Mitarbeiter zu dem nächsten Update, zu dem November-Update schreiben. Und wir werden uns ein paar Update-Ideen angucken. Heute auf jeden Fall richtig, richtig viel Content in diesem Video. Aber bevor wir anfangen, Freunde, ihr habt nur noch bis heute Abend um 0 Uhr Zeit, euch einen der limitierten Danita-Merch-Produkte zu sichern. Zu den ersten 1000 Bestellungen gibt es, wie gesagt, eine handsignierte Autogrammkarte. Es sind jetzt nur noch knapp, Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, nur noch knapp 300 Autogrammkarten verfügbar. Wenn dieses Video hier online kommt um 14 Uhr, habt ihr nur noch 10 Stunden Zeit, euch irgendwas aus dem Shop zu kaufen. Wie gesagt, geht jetzt auf dermerch.de. Und sichert euch noch etwas aus unserem Shop. Ihr könnt noch von allen Sachen euch etwas bestellen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt schnell seid, dann könnt ihr auch noch eine handsignierte Autogrammkarte sowohl von mir signiert als auch von Lukas Brawlstars signiert dazu bekommen. Schaut jetzt mal in die Beschreibung und guckt auf meinen angepinnten Kommentar. Dort ist dann direkt der Link zum Merch Shop. Und vergesst natürlich auch nicht, meinen Creator-Code Clash Games einzutragen und gebt diesem Video auch jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, Freunde. Falls ihr solche Update-Idee-Videos feiert, mich würde es sehr freuen, wenn wir auf diesem Video mal wieder die 4000 Daumen nach oben erreichen würden. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt endlich an. Los geht's! Also Freunde, ich werde euch jetzt erstmal vorstellen, was die Supercell-Mitarbeiter, also hauptsächlich Frank, wir haben auch ein paar Tweets von Danny mit dabei. Frank ist wie gesagt der Game Leader von Brawl Stars. Also wenn ihr irgendwie Frank mal in einem Brawl Talk seht oder irgendwie irgendwas mal von Frank seht, der jetzt im letzten Brawl Talk natürlich auch Frank aus Brawl Stars repräsentiert hat. Kurz und knapp, Frank ist der Boss von Brawl Stars. Frank muss alles genehmigen, beziehungsweise Frank ist so, ja, keine Ahnung. Frank ist halt einfach der Boss von Brawl Stars, kann man so sagen. Auch noch eine sehr interessante Information. Und zwar hat der durchschnittliche Brawl Stars-Spieler aktuell 4500 Pokale. Wenn ihr mindestens 12.100 Pokale im Brawl Stars habt, gehört ihr bereits zu den besten 5% im Brawl Stars. Und wenn ihr zu den Top 1% der weltbesten Spieler gehören wollt, dann braucht ihr über 14.800 Pokale, Freunde. Also schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, gehört ihr bereits zu den besten 5% oder vielleicht sogar zu den besten 1%? Also ich gehöre aktuell zu den besten 1% der Welt. Und es gibt noch eine kleine Äußerung von Frank. Und zwar schreibt er bezüglich der Skin-Ansichten. Aktuell ist es ja so, dass man seine Skins in einem Brawler-Menü aussuchen muss und dann halt rumscrollen muss, welchen Skin man haben möchte. Frank hat gesagt, dass diese Ansicht jetzt sich demnächst ändern wird. Das heißt, einfach so eine Skin-Überarbeitung bzw. allgemein so ein Brawler-Menü-Überarbeitung, würde ich sagen, gibt es dann einfach mal, wo man einfach die Skins einfacher auswählen kann. Ansonsten gab es bisher tatsächlich noch nicht sehr viel zu dem neuen November-Update von den Supercell-Mitarbeitern zu hören. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und halte euch auf dem Laufenden. Jetzt würde ich aber mal sagen, kommen wir zu ein paar Update-Ideen, die ich meine, die auf jeden Fall im neuen Update dazukommen müssen. Und zwar fangen wir einfach mal mit der ersten Sache. Und zwar ist es wirklich sowas, wo ich sagen muss, das braucht echt ein Upgrade. Ich gehe jetzt einfach mal direkt da drauf, dann merkt ihr direkt, was ich meine. Aktuell ist es so, dass der Trophäenpfad bei 14.500 Pokalen aufhört. Und ihr seht selbst, ich habe den Trophäenpfad schon lange durchgespielt. Ihr habt ja vielleicht mein Video gesehen mit Ash, dem besten Brawl Stars YouTuber, beziehungsweise dem besten Brawl Stars Spieler der Welt aus der letzten Saison. Der hat schon über 30.000 Pokale gehabt und hat sozusagen diesen Trophäenpfad schon zweimal durchgespielt. Und ich bin der Meinung, dass wir echt einen neuen Trophäenpfad brauchen. Hier seht ihr jetzt eingeblendet, was dieser Trophäenpfad alles haben könnte. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein paar Ergänzungen, dass man zum Beispiel für 15.000 Pokale einen neuen legendären Brawler freischaltet. Für 18.000 Pokale gibt es zum Beispiel 50 Juwelen. Bei 20.700 Pokalen gibt es 3 Star Powers einer freien Wahl.
Und bei 22.500 Pokalen gibt es auch etwas richtig Krasses im neuen Trophäenpfad. Und zwar einen exklusiven Trophäen-Road-Skin. Jeder, der dann diesen Skin hat, da weiß man dann, okay, der hat den Trophäenpfad durchgespielt. Der hat auf jeden Fall einen krassen Skin am Start. Und ich bin der Meinung, Supercell tut sich damit ja nichts an, bin ich der Meinung. Also wenn jetzt einfach mal, selbst wenn ihr den Trophäenpfad jetzt nicht so erweitern, wie es hier dargestellt ist. Also hier würde man ja rein theoretisch schon echt viel kostenlos bekommen, wenn man viele Pokale im Brawl Stars hat. Aber allgemein, wenn die einfach mal wenigstens ein bisschen den Trophäenpfad erweitern könnten, damit man auch so ein kleines Ziel hat, irgendwie die und die Pokalanzahl zu erreichen, damit man die und die Sache im Trophäenpfad bekommt, muss ich sagen, wäre auf jeden Fall eine geile Idee und würde ich echt feiern. Vor allem die Idee mit dem exklusiven Skin fände ich mega, mega geil. Okay, Freunde, die nächste Sache, die ich euch vorstellen werde, hat mit Solo Showdown zu tun. Aktuell ist es ja so, dass es spezielle so Abänderungen von Solo Showdown gibt, sei es irgendwie, dass man Meteoriten fallen, sei es, dass es Energy Drinks gibt, die dann an speziellen Punkten der Map spawnen, die man einsammeln kann. Und genau zu dem Thema Energy Cubes bzw. Energy Drinks hat sich hier ein Nutzer von Reddit noch etwas überlegt. Und zwar, wie wäre es, wenn es einen Modus gibt in Solo Showdown, wo man einfach verschiedene Power-Ups einsammeln kann. So ein bisschen vergleichbar wie in Mario Kart. Zum Beispiel hat er sich jetzt überlegt, dass es so verschiedene Stellen auf der Map gibt, die dann so unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel, seht ihr das jetzt hier in dem Bild, dass hier rechts was eingekreist ist bzw. markiert ist, ist zum Beispiel ein Damage Booster. Wenn ihr den einsammelt, dann habt ihr für 10 Sekunden lang 150% eures Schadens. Also ihr bekommt quasi 50% mehr Schaden dazu und macht 50% mehr Schaden in der Zeit. Dann hier links haben wir das sogenannte Schild Power-Up. Wenn ihr das Schild Power-Up aktiviert habt, dann bekommt ihr 50% weniger Schaden. Das heißt, ihr euer Schild hält sozusagen die Hälfte des Schadens, den ihr eigentlich bekommen solltet, ab. Und das für 7 Sekunden. Ebenfalls gibt es noch ein Power-Up, was dafür sorgt, dass ihr doppelt so schnell nachladen könnt für 7 Sekunden. Und dazu ergänzen auch noch einen Speed-Booster, der für 12 Sekunden lang eure Geschwindigkeit um 15% erhöht. Es gibt ein Supercharge-Power-Up. Wenn ihr das einsammelt, dann bekommt ihr eure Ulti sofort aufgeladen. Und es gibt ein Detector-Power-Up, was euch die Möglichkeit gibt, für 3 Sekunden lang die komplette Map zu sehen und oder halt das, was ihr sehen könnt. Und halt alle Büsche werden freigelegt. Das heißt sozusagen die Bow-Star-Power nur für 3 Sekunden lang und ihr könnt wirklich in alle Büsche reingucken, die euch gerade so angezeigt werden. Ich muss sagen, ich finde die Idee mega, mega geil. Allgemein irgendwie so ein paar Veränderungen noch in Solo Showdown, muss ich sagen, täten dem Game auf jeden Fall ganz gut. Ich meine, man kann das ja auch als Special-Modus reinbringen, dass es trotzdem auch noch das normale Solo-Showdown gibt. Nicht nur das halt, wo das dann nur Power-Ups gibt. Vielleicht könnte das auch einfach den Graveyard-Shift-Modus ersetzen, der jetzt nach Halloween leider abgeschafft wird. Ihr wisst es ja, bald ist der Modus leider weg, denn wenn das Halloween-Update sozusagen, beziehungsweise dieser Halloween-Bildschirm und auch das Halloween-Image sozusagen vorbei ist, dann entfernt sich auch, beziehungsweise dann wird auch der Graveyard-Shift-Modus entfernt. Und das ist halt der aktuell, wo man Damage pro Sekunde bekommt und halt nur Leben aufgefüllt bekommt, wenn man Schaden an Gegnern macht. Und dieser Modus könnte zum Beispiel das einfach ersetzen und für immer ein Brawl ist das sein. Ich muss sagen, ich finde diesen Modus bzw. diese Idee mit den Power-Ups nämlich richtig, richtig geil. Schreibt mir auf jeden Fall dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Jetzt würde ich aber mal sagen, schauen wir uns mal ganz kurz etwas auf der offiziellen Wikipedia-Seite von Brawl Stars an. Ihr wisst es ja, Wikipedia ist so eine freie Enzyklopädie. Also es gibt hier halt ein paar Informationen zu Brawl Stars, was ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool finde. Hier sehen wir zum Beispiel auf der Seite, das seht ihr jetzt gerade nicht komplett, da muss ich mal ein bisschen rüberrutschen. So, erste Veröffentlichung am 15. Juni 2017 in Kanada war. Auch sieht man hier, dass die Android-Beta erst am 26. Juni 2018 rauskam. Also hier in dem Wikipedia-Artikel stehen auf jeden Fall einige coole Informationen drin. Aber wenn wir jetzt hier einfach mal auf der Wikipedia-Seite ein bisschen runterscrollen, und zwar so weit, dass wir hier die neuen Brawler sehen, beziehungsweise die Brawler-Ansicht, dann scrollen wir jetzt noch ein kleines bisschen weiter und sehen hier den neuen Brawler in Brawl Stars, und zwar Koballa, Freunde. Alter, was geht hier bitte ab? Es wurde hier einfach der neue Brawler in Brawl Stars anscheinend hinzugefügt, und zwar Koballa.
Man sieht hier, Kopalas Basis-Lebenspunkte sind 3600, seine Seltenheit ist mythisch, Geschwindigkeit hat er 2,8 Kacheln pro Sekunde, Distanz wäre Mittelstrecke und sein Geschlecht ist männlich. So, Freunde, jetzt muss ich aber euch sagen, ich gehe davon aus, dass das Ganze nicht echt ist. Trotzdem haben wir hier vielleicht einen potenziellen Leak. Vielleicht hat sich hier auch einfach ein Supercell-Mitarbeiter einen Spaß erlaubt, wollte hiermit alle Leute so ein bisschen aufwirbeln und hat gesagt, okay, es kommt auf jeden Fall ein neuer Brawler, der mythisch ist, aber wird wahrscheinlich nicht Koballa sein, Freunde. Denn, was mir auch schon aufgefallen ist, erstmal Koballa ist hier klein geschrieben, alles andere hier, alle Brawler sind groß geschrieben, das fällt auf jeden Fall auf. Ebenfalls sind die Namen hier alphabetisch geordnet. Und Koballa müsste eigentlich hier zwischen Jesse und Leon kommen, weil JKL, ihr wisst es, Freunde, dazwischen müsste eigentlich Koballa kommen. Und mythischer Brawler, da muss ich sagen, das ergibt auf jeden Fall einen Sinn. Denn ihr wisst es ja, aktuell ist so die einzige Rarität, die wir lange Zeit nicht gesehen haben, mythisch. Wir haben nur bei den mythischen Brawlern noch keine 4 Brawler von dieser Seltenheit. Wir haben sonst von jeder Seltenheit mindestens 4 Brawler. Die letzten 3 Brawler, die wir bekommen haben, waren 2 Meilenstein-Brawler und ein legendärer Brawler. Ich gehe wirklich zu 95% davon aus, dass der nächste Brawler ein mythischer Brawler sein wird. Deswegen habe ich auch noch eine Update-Idee für euch vorbereitet und zwar einen mythischen Brawler. Der Brawler, den ich euch jetzt vorstellen werde, ist nicht Koballa, aber der neue mythische Brawler, der zu Brawl Stars dazukommen könnte, lautet Mr. Handy, Freunde. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz vorstellen, was Mr. Handy kann. Mr. Handy ist ein Brawler mit sehr beweglichen Armen. Mr. Handy ist so ein kleines bisschen vergleichbar mit dem Boxer. Nur, dass Mr. Handy durch seine komischen Arme dafür sorgt, dass die Brawler, die er boxt, dass diese Brawler ein Kästchen nach hinten fliegen. Heißt, er kann diese Brawler sozusagen wegboxen, so dass zum Beispiel ein Bull hier in diesem Bild nicht an ihn gut rankommen würde und halt nicht seinen maximalen Schaden machen kann, sondern er kann ihn halt die ganze Zeit einfach wegpushen, wenn er schlägt. Er hat ziemlich wenig Leben, insgesamt nur 2400. Dafür macht er aber 880 Schaden pro Hit, was ziemlich, ziemlich krass ist. Das heißt, es ist sozusagen ein krasser Boxer, aber mit wenig Leben. Denn ihr seht zum Beispiel, Mr. Handy hat so ein bisschen Schlabberarme, ist auch nicht so gerade so breit wie der Boxer. Sondern er sorgt einfach dafür, dass er durch seine Schlabberarme die Gegner wegboxen kann und probiert, die so ein bisschen auf Distanz zu halten. Seine Super ist dabei ein bisschen vergleichbar mit der Super von Karl. Nur, dass er sich mit seinen 2 Händen dreht und alle Brawler, die in seinem Umkreis sind, wo er halt sich dreht, bekommen Schaden und werden halt einfach weggekickt. Er kann sozusagen wie ein Wirbelsturm nicht die Leute ansaugen, sondern weg von sich weghalten. Man kann sich sozusagen einfach Karl vorstellen, nur dass Karl halt in die Leute reingehen kann. Und Mr. Handy sorgt halt dafür, dass wenn er seine Kreise super einsetzt, dass er die Brawler halt wegschlägt. Und seine erste Star Power, die hier vorgestellt wird, lautet Sneaky Hands. Und diese Star Power sorgt dafür, dass er sämtliche Objekte greifen kann, die in seiner Schlagreichweite sind. Sei es irgendwie Gems in Juwelenjagd, den Ball im Brawl Ball oder die goldenen Sterne oder Power Cubes in Starkampf und in Showdown. Und wie ihr es jetzt hier auch schon seht, Mr. Handy wäre ein mythischer Brawler, der meiner Meinung nach echt ganz cool ins Game passen würde. Er ist halt so eine kleine Mischung aus dem Boxer und aus Karl, trotzdem hat er so sein eigenes Ding. Ich muss sagen, ich finde Mr. Handy auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Schreibt mir mal eure Meinung zu ihm in die Kommentare. Ich würde sagen, Freunde, an der Stelle war es das jetzt hier auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu diesem kompletten Video mal in die Kommentare, zu dem Wikipedia-Eintrag, zu dem neuen Brawler und zu den Update-Ideen. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und dann würde ich sagen, war es jetzt hier mit dem Video. Euer Clash Games und ciao.